Hallo liebe Didgeridoo-Freunde, willkommen zum Video Nummer 34 von Ultimatives Didgeridoo. Ich denke, es ist richtig, diese Serie jetzt in diese Richtung des letzten Videos noch etwas auszuweiten, wo wir darüber gesprochen haben, als nun Fortgeschrittene, wenn du diese Serie begleitest und mitübst. Geht es jetzt erstmal nicht mehr um Techniken, um neue Sachen, noch verbesserte Zungenpositionen und so weiter, sondern du trittst jetzt ein in Musik, Kunst sogar, in jedem Fall Musik. Für mich ist das nicht ganz dasselbe oft. Jetzt ist Dämmerung, die Sonne geht unter. Was ist das für eine Stimmung? Es ist eine ruhigere Stimmung, trotz der Bundesstraße da. Wäre es noch heller Sonnenschein mitten am Tag, wäre es wohl logisch und richtig, etwas Schnelles jetzt zu spielen, hier zu sitzen auf diesem Weinberg und, wenn man üben möchte, etwas Schnelles zu spielen. Etwas Bewegtes, Aufgeregtes vielleicht. Jetzt wäre das etwas, das eher jüngere Spieler tun würden. Ja, ich war auch mal jung und wenn das Testosteron im Körper pumpt, dann macht man gern Dinge, die überflüssig, unnötig, zu viel des Guten sind, aber das ist das Recht der Jugend. Ne? Darüber wollen wir ein bisschen sprechen hier in diesem Video. Würdest du jetzt hier sitzen? Und du würdest, sagen wir mal, was Modernes spielen wollen. Ich weiß aus Erfahrung, dass viele jetzt, wenn man ihnen sagt, spiel bitte mal was, würde gerne was hören, mal zuhören, dass die jetzt losdonnern würden, wie blöde. Natürlich auch junge, traditionell spielende Spieler. Ich will aber auch wieder ein bisschen provozieren, sodass du wirklich nachdenkst über diesen Punkt. Warum muss es denn immer sein, dass man wie blöd Gas gibt und immer die Dance-Ecke bedienen möchte? Mal vorausgesetzt, man kann überhaupt tanzbar spielen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist eine ganz besondere Art von Musik, darüber sprechen wir noch genauer in einem anderen Video. Ja, würde es überhaupt hierher passen? Würde überhaupt ein straighter Rhythmus so passen? Meines Erachtens hat man dann diese Stimmung hier komplett verfehlt. Wir haben im letzten Video darüber gesprochen, es ist die große und höchste Kunst und Herausforderung im traditionellen Spiel, in etwas sich hineinzubegeben, eine Stimmung zu werden, eins mit dem, wo man sich befindet oder was man sich vorstellt, zu werden. Ich war mal vor vielen Jahren in einem Ditch-Konzert Zuschauer. Ein Mann, den ich doch kenne, nicht sehr gut kenne, aber ich kenne ihn und ich schätze ihn als Spieler. Er spielt sehr, sehr gut, keine Frage, sehr gut. In seinem Teil des Konzerts, weil mehrere auftraten. Es waren viele Stücke, die spielte er alle mit einem Schlagzeuger zusammen. Was spielte er? In fast allen, wenn nicht allen seiner Stücke, fiel mir mehr und mehr auf, eigentlich schreit er, gerade an diesem Abend, obwohl er auch andere Dinge spielen kann, schreit er mehr oder weniger nur ins Ditch. Das soll nicht beleidigend sein. Es ist einfach eine Feststellung, dass in praktisch jedem Takt hohe, laute Schreie und Stimmeinsätze vorkamen. Nun, das verlangt Bewunderung. Und das wird ihn bestimmt heiser gemacht haben nach so vielen Stücken. Aber ich merkte auch am Publikum und was sie so sagten und wie sie so mit der Körpersprache reagierten,
dass sie sich so nach mehreren Stücken irgendwann sagten, ist das, wofür wir hergekommen sind? Angeschrien zu werden die ganze Zeit, auch wenn es musikalisches Schreien war. Ja, und es hatte einfach immer nur diese eine Energie, da war kaum Abwechslung und ja, vielleicht meinen also viele Musiker, denn ich habe das ja auch in abgewandelter Form öfter so wahrgenommen, wenn man einen Auftritt hat, dann muss man Gas geben, Hochenergie haben, besonders als Didgeridoo-Spieler immer, immer viel schreien und so weiter. Das möchte ich in diesem Video in Frage stellen. Es ist gut, wenn man das kann, ganz toll. Sollte man auch können. Fantastisch. Aber es ist halt doch nur eine von vielen Stimmungen und Möglichkeiten, sein Didge zu spielen. Abschließend für dieses Video möchte ich etwas demonstrieren, nicht irgendwie um anzugeben, denn du könntest es völlig anders spielen und das wäre absolut genauso okay. Es geht hier nicht um Spieltechniken oder Spielkönnen, es geht um in sich in diese Stimmung hineinzuversetzen, diese Stimmung zu werden, zu übernehmen, zu beeinflussen. Sagen wir nicht beeinflussen, wenn man das will, okay, aber ich finde es sehr interessant, sie eher zu verstärken, Teil dessen zu werden, zu zeigen auf musikalische Weise, was gerade ist. Allerdings werde ich nicht diese Stimmung jetzt hier spielen, nur es ist klar, es würde nicht passen, hier jetzt einen fetten, fetzigen, schnellen Rhythmus zu spielen. Das wäre, meine ich, nicht das Darstellen dieser Situation, sondern ich gebe meinen Schülern gerne immer wieder eine Aufgabe und die verwandeln sich dann, die Schüler, als Spieler und Spielerinnen. Sie spielen auch ihr Didge plötzlich völlig anders als entweder je zuvor oder gerade an diesem Abend. Die Aufgabe ist, spiele das Meer, den Ozean. Speziell stell dir vor, du sitzt am Strand, du siehst das Meer, es kommt, es geht, die Wellen, vielleicht eine Möwe hier und da. Werde solch eine Situation und spiele sie. Werde Wasser. Bruce Lee hat das mal gesagt, interessanter. Become water, my friend. Sehr interessante Philosophie. Ja, ich werde jetzt versuchen, das Meer, der Ozean, das Wasser zu werden. Natürlich ist es eher unlogisch, jetzt bestimmte Sounds zu machen, die mit Härte und so weiter zu tun haben. Es wäre unlogisch, einen total stabilen Rhythmus zu spielen. Das Meer ist nicht so. Ja, etwas in dieser Art. Diese Art von Übung haben wir im letzten Video ja schon besprochen, sich in etwas hineinzubegeben, es zu werden. Und in diesem Video ist die Botschaft, falls sie nicht klar genug rüberkam, fühl dich nicht immer
reingepresst in die Notwendigkeit, schnell und hart und rhythmisch zu spielen. Es ist so eine Art Gefängnis, in das du dich sperrst und den Zuhörer, das Publikum. Das Publikum mag es nach meiner Erfahrung lieber, einen Spieler, Spielerin zu beobachten, der oder die ja mit der Stimmung, mit der Situation mitgehen kann. Viel Spaß dabei.